So, bei Bombenwetter sind wir heute hier beim SV Rott gelandet, auf einem richtig coolen Feld. Und ich habe hier wirklich gleich einen Interviewgast, auf den ich mich sehr freue. Ihr dürft euch auch freuen. Es wird nämlich ordentlich Fußball gespielt. Und zwar hiermit, ich zeige das einmal. Ah, nicht getroffen. Ihr dürft euch freuen, bis gleich. So, jetzt habe ich hier auf der Trainerbank Platz genommen und ich freue mich sehr auf meinen Gast, nämlich Nina Windmüller. Nina, du bist Freestylerin. Vielleicht kannst du uns direkt zu Anfang mal erklären, was heißt Freestyling überhaupt? Ja, Freestyle ist, ich mache ja Fußball-Freestyle, also Freestyle mit dem Ball. Ich mache verschiedene Tricks im Sitzen, im Stehen, mit dem Kopf, mit den Schultern, mit den Beinen. Und das ist Fußball-Freestyle. Also es ist nicht geplant, was passiert und sieht ganz gut aus. Das ist ganz gut, ist nicht geplant, ist ja bei mir auch immer ganz wichtig, ne? Spontan. Ich habe gelesen, dass du sogar schon für Frau Merkel den Ball hochgehalten hast, wenn man das mal so sagen darf. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Auf dem Sommerfest des Bundeskanzleramtes in Berlin war das. Da war sie mit Boateng vor mir auf der Bühne und kam dann auch an mir vorbei. Ich habe sie gesehen, ganz kurz. Ja, und dann war ich mit meiner Show dran danach. Das heißt doch richtig cool, für solche Leute auftreten zu dürfen, oder? Ja, es macht Spaß. Man trifft viele bekannte Leute, aber vor allen Dingen lerne ich viele Leute kennen und das macht den Beruf für mich auch so spannend. Jetzt hast du ja, glaube ich, vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, ich glaube, deine Karriere beendet eigentlich, hast aber jetzt wieder angefangen. Wie kommt sowas? Weil normalerweise sagt man ja, Karriere ändern ist auch wirklich Schluss, aber hat sich dann doch wieder gereizt, mitzuspielen? Ja, das war vor 4 Jahren, da habe ich mal die Fußballschuhe an den Nagel gehangen und dann eben mit dem Fußball-Freestyle angefangen. Und nach 3 Jahren hat es einfach aber wieder in den Füßen gejuckt und dann hatte ich wieder Lust, Fußball zu spielen. Und ja, war schön, dass das dann nochmal geklappt hat nach so einer langen Zeit. Das Spiel ist aktuell für den ersten FC Köln 1 und 2, habe ich gelesen. Ja, im Moment für... Also du wechselst hin und her. Kommt dann drauf an, wo der Trainer mich hinschickt. Wir werden es sehen diese Saison. Okay, cool. Jetzt sind wir heute beim SV Rott hier in der Eifel. Natürlich Eifel 3 TV, deswegen Nina ist extra aus Bergisch Gladbach angereist, was wir sehr cool finden. Du hast aber auch schon mal für Alemannia Aachen gespielt, habe ich gesehen. Wie war denn das für dich? Ist ja quasi die Region hier. Das war witzigerweise sowas wie eine Schnapsidee. Okay. An Karneval Rosenmontag hat mich meine beste Freundin gefragt, nachdem ich aufgehört habe, Fußball zu spielen, ob wir nochmal zusammen kicken wollen. Und dann habe ich nach dem 3., 4. Kölsch ja gesagt. So ist das entstanden, aber es war einfach just for fun und nicht ganz ernst gemeint. Jetzt bist du heute in der Eifel unterwegs und was kannst du denn so zur Eifel sagen? Was kennst du für Orte zum Beispiel in der Eifel? Außer Rott. Rott wollte ich gerade sagen. Rott hast du heute kennengelernt, genau. Ich kenne keine Orte in der Eifel. Ich war schon ein paar Mal hier. Eine Freundin wohnt hier irgendwo von mir. Da war ich auch schon mal. Ich fahre immer dahin, wo mich das Navi hinschickt und das klappt ganz gut. Bist du denn schon mal in Monschau gewesen? Sagt dir Monschau was? Ja, sag mir was. Schon mal gehört? Wahrscheinlich mit dem Fußball. Schon mal gehört. Ich glaube, ich bin dran vorbeigefahren. Das wäre jetzt eigentlich der Zeitpunkt, ihr wisst es ja da draußen, wo jetzt eigentlich der Monschauer Senf übergeben wird. Jetzt sind wir natürlich so klug gewesen, haben den heute vergessen, weil wir uns hier bei Regen auf die Trainerbank gesetzt haben. Deswegen kriegt die Nina gleich den Monschauer Senf, denn für unsere Gäste gibt es immer den Monschauer Senf. Hast du von Monschauer Senf schon was gehört? Noch nie, aber noch ich nie. Liebe Senf. Kommt bei mir mal ein Salatdressing, deswegen kann ich das gut gebrauchen. Oh, da wird dir gut gefallen. Was haben wir heute mit, Stefan? Honigmohn. Wir haben heute Honigmohn. Das kann man wirklich gut anmachen. Und zwar wirklich einen Salat. Das machen die in Monschau selber auch. Du kannst aber auch einen Schnitzel machen und dann ich glaube, so eine Honig-Senf-Soße draus machen. Schnitzel gehört zu meinem Lieblingsessen. Siehst du, Essen, Nina, perfekt. Super. Kriegst du dann gleich. Und dann machen wir das trotzdem in die Kamera. Dann freut sich auch die Monschauer Senfmühle. Das ist immer ganz wichtig, ne? Nein, aber das ist wirklich guter Senf. Aber sagt ihr zum Beispiel was, oder Bad Münstereifel? Ist auch das ein Begriff? Ja. Schon mal gewesen? Ja. Ich weiß nicht mehr wofür, aber da war ich auf jeden Fall auch schon mal. Kennst du den Ruhrsee? Ist auch mal eine übliche... den kenne ich nicht. Da bist du noch nicht gewesen? Nee. Okay, da sollst du vielleicht mal hin. Ruhrsee ist nicht schlecht. Da kann man, ich glaube, gut Boot fahren, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und ich glaube, schwimmen darf man nicht, ne? Ja, ein bisschen an einigen Stellen vielleicht. Man kann aber auch schön Kanu fahren. Ja. Dann probiere ich das mal aus. Aber wir spielen heute vor allem Fußball, weil ich hoffe natürlich, dass du mir so ein paar Tricks zeigst. Gibt es da auch Namen für die Tricks? Ja, gibt ein paar Namen. Also jeder Trick hat einen Namen. Ich kenne nicht alle.
ich bin ja sehr spät zum Fußball-Freestyle gekommen, eher so ein Quereinsteiger. Und die Standardtricks kenne ich mit Namen, die kann ich dir dann auch gleich zeigen. Kreierst du denn auch noch selber was? Also hast du schon so einen eigenen Move kreiert irgendwo? Das passiert manchmal, meistens durch einen Fehler. Ja, dass dann ein Trick entsteht, den ich vorher noch nie bei jemandem gesehen habe. Aber in der Regel übe ich die Tricks, die ich irgendwo auf YouTube oder Instagram sehe. So, und heute vor allem darauf achten, Leute, es ist ja ganz wichtig, ich habe heute das Gladbach-Trikot angezogen und Nina hat das Köln-Trikot an. Wir haben eben schon gesagt, komm, wir machen es einfach, weil wir wollen heute auch so ein bisschen die Brücke herstellen zwischen Köln und Gladbach und einfach zeigen, wir können auch miteinander. Wie stehst du denn eigentlich zu Gladbach? Ist das so? Der Blick war cool. Warte, ich mache die Frage nochmal. Das war nicht, der war nicht schlecht. Okay, mal aufpassen als Kölner. Ne? Wie stehst du denn so zu Gladbach? Es wird nicht besser. Das wird nicht besser, Nina. Nein, okay. Darf man das nicht sagen als Kölner? Nee, das ist gefährlich, oder? Dass ich Gladbach scheiße finde? Ja. Oh Gott, sie hat's gesagt. Stefan, nimm das alles mit. Nimm das alles mit. Ja, nee, darf man nicht sagen. Schneiden wir raus. Wirklich? Das ist jetzt unter uns. Naja, rausgenommen. Die Kamera läuft und das ist unter uns. Stefan, mach mal das rote Licht aus, bitte. Das ist Gladbach scheiße. Ja, ich finde ja Rivalität gut. Das ist wichtig, bei Gladbach so und bei Leverkusen auch als FC-Fan. Ja. Ich bin wirklich FC-Fan. Ich spiele nicht nur für den Club. Ich hatte mit 17 meine erste Dauerkarte, stand immer auf der Südtribüne. Okay, das ist natürlich klar. Ist es doch cool, wenn man irgendwie eine Rivalität hat und einen Verein nicht so gut findet, wo man sich dann noch ein bisschen mehr reinhängt. Okay, da bin ich also anscheinend zu diplomatisch, weil ich bin ja in Köln geboren, musst du wissen. Ja. Ich bin ja eine Kölsch-Jung. Wie ist das denn dann passiert? Tatsächlich ist es so passiert. Deine armen Eltern oder waren die schuld dafür? Nee, also es ist eine krasse Geschichte. Es ist ganz, ich versuche es kurz zu halten, weil Geschichten werden bei mir immer sehr lange. Es ist tatsächlich so gewesen, dass in Köln geboren, in Elsdorf groß geworden und dann gab es zu dem Zeitpunkt in dem Laden bei uns in Elsdorf nicht die richtigen Trikots. Und da habe ich erst ein Leverkusen-Trikot bekommen. Mhm. Habe aber schnell gemerkt, so Leverkusen ist nicht meins und dann hang irgendwann so ein Gladbach-Trikot da. Mit Diebels Aufschrift und es sah total cool aus und dann war ich Gladbach-Fan. So ist gelaufen. Ich bin nicht zu Köln gerutscht. Irgendwie das kann nicht. Ja nicht alles aber gut ich, laufen aber im tro- Leben. Nee, ist wirklich so. Aber ich bin trotzdem, ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke, Rivalität ist wichtig, aber ich habe mit Köln keine Probleme und deswegen, aber sie finden es scheiße. Siehst du, da haben wir es schon. Machst du nichts, ne? Jetzt muss ich das irgendwie anders wieder rausholen, ne? Ja, wie wär's denn mit ein paar Tricks machen, Nina? Sehr gerne. Damit können wir das doch rausholen, oder? So, wir gehen jetzt mal am Fußballplatz. Ich habe auch extra, ihr werdet es vielleicht gleich sehen, meine Handschuhe mitgebracht. Denn, was die da draußen noch nicht wissen, was du wahrscheinlich auch nicht weißt, ich bin großer Oliver Kahn-Fan, immer noch. Und ich wäre gerne Torwart geworden. Und wie du ja weißt, bin ich jetzt Tänzer gewesen. Das passt natürlich super zusammen, Fußball und Tänzer. Und ich sage natürlich, ich hätte die große Fußballerkarriere machen können. Ich wäre bestimmt ein guter Torwart geworden, aber naja, man kann nicht alles haben im Leben. Ne? Man muss sich ja für eins entscheiden. Und bevor ich jetzt weine, Nina, komm, wir gehen. Bevor ich anfange zu heulen. Lass einfach drauf, Stefan, wir gehen einfach so. Boah, das Wetter ist jetzt nicht schlecht, ne? Nee, es geht. Ist genau richtig. Ja, als Fußball. Das ist also jetzt hier ein handelsüblicher Fußball. Also ich kann dir mal zeigen, was ich kann. Ich habe es eben noch mal probiert, aber mehr schaffe ich auch nicht mehr. So, ich kann den Ball so. 4, 5, 6, 7. Ah, das sieht doch gut aus. Was hast du mir denn da eben erzählt? Ja, und jetzt zeige ich noch einen Trick, pass auf, aber den kann ich nicht mehr. Pass auf. Ha! Aber den kann ich dir zeigen. Den würde ich gerne mal sehen. Ja. Das wäre eine coole Sache. Den würde ich gerne mal sehen, der wie man das macht. Der nennt sich Next Doll. Wie? Next Doll. Next also, man hält den Ball quasi im Nacken. Wichtig dabei ist, dass du den Oberkörper groß machst und dich gerade nach vorne lehnst. Und genau. Dann, dann ist wichtig, dass du den Kopf nach vorne machst, immer in die Kamera gerichtet und lächeln, Arme nach oben und dann entsteht da die Kuhle. Ah. Und dann bleibt der Ball da hervorragend. Also wie beim Schießliga, ne? Genau, und dein Rücken ist quasi dafür gemacht. Jetzt kannst du zum Beispiel mal langsam nach unten in den Liegestütz gehen. Nee. Und dann sehen wir mal, wie fit du bist. Ja, Hände auf dem Boden, Beine nach hinten. Okay. Perfekt, ich helfe so ein bisschen mit. Ja. Blick nach vorne und dann machst du mal ein paar Liegestütze. 1, 2. Ha, so unfit bist du ja gar nicht. Jetzt lasse ich mal los. Ha! Ah, das hat ja nicht geklappt. Und das kriegst du jetzt so einfach so hin? Ja. Das würde ich gerne mal sehen, wie das funktioniert. Muss ich jetzt auch arbeiten. Zeig mal, das ist ja cool. Zack. Alter Schwede.
Und dann sogar noch so in Handstand rein. Ne? Du bist doch Tänzer. Kannst du das nicht auch? Handstand tatsächlich nicht. Aber vielleicht heute kriege ich es ja mal hin. Nee, ich das danach ist der Dreh aber vorbei. Ne? Ich habe das selbst in der Schule nicht geschafft. Ich bin letztens mit meiner Frau unterwegs. Und dann diese Rollen. Kennst du diese Rollen, die man an diesen Dingern da macht? Das traue ich mich bis heute nicht. Obwohl man ja an nicht, den Stangen? Ja. Habe ich als Kind auch immer gemacht. Ich traue mich das nicht. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Aber ist egal. Wir machen mit dem Fußball weiter hier. So, das war jetzt der Neck irgendwas. Neckstoll, genau. Der Neckstoll. Und wie kannst du jetzt eine Variation daraus machen? Also kannst du jetzt nach dem Neckstoll also da runtergehen und dann noch irgendwas oder genau, also Salto? Salto kann ich nicht. Dann ich probiere, okay. Also ich mache ganz gerne hier das Karussell. Zack, und dann lege ich den mal auf den Kopf. Und von da aus geht's dann weiter. Okay, das Karussell. Was ist da wo ist da jetzt der Trick beim Karussell? Ist das die Spannung oder? Ja, wichtig ist, wenn du den Ball, geh noch mal runter, schläg ihn dir noch mal in den Nacken. So. Ah, nicht ganz runter. Eine Etage höher, genau. Ja? Schläg dir den Ball noch mal in den Nacken. Perfekt. So. Kopf einmal nach vorne. Ja. So, und wenn du jetzt, komm ein bisschen höher. Ja. Perfekt. Wenn du jetzt die Arme vorne rund zusammen machst. Ganz langsam, genau. Ein bisschen anbeugen, dann siehst du, hier würde der Ball durchfallen. Ja. Der Trick dabei ist, die Arme so ein bisschen mitzubewegen. Ach. Genau. Willst du es mal versuchen? Ja, klar. Komm ein bisschen höher. Ja. Perfekt. So. Und dann lässt du den Ball einmal rechts rollen. Ja. Boah, fast. Aber ich habe schon bis zum Ellenbogen habe ich es geschafft. Ja. Ich muss zugeben, das war ein Trick, der ist jetzt super einfach, wenn man einmal kann. Aber ich habe auch lange trainiert, bis der geklappt hat. Aber wie lange übt man wirklich dafür? Das ist jetzt wirklich das Spannende. Ja. Wie übst du jeden Tag 2 Stunden? Oder ist das so eine Phase, dass du damit anfängst und sagst, okay, ein Jahr intensiv und dann muss man nicht mehr so viel machen? Wie ist das? Also bei mir war das so, dass ich ja aufgehört habe, Fußball zu spielen. Und dann hat mich jemand angesprochen und auf die Agentur Fußballmarkt aufmerksam gemacht, ob ich nicht Freestylerin werden will. Und ich kannte die Sportart gar nicht. Und dann habe ich mir einfach mal ein paar Videos angeschaut und die Tricks dann tatsächlich die ersten Monate 5 Stunden jeden Tag trainiert, bis ich den ersten Auftritt machen konnte. Weil ich halt nur 3, 4, 5 Tricks konnte. Das reicht einfach nicht für einen ganzen Auftritt. Krass. Gibt es denn auch so Meisterschaften? Ja, gibt's. Von Red Bull und andere Meisterschaften habe ich noch nie mitgemacht. Dafür habe ich einfach viel zu spät angefangen. Aber das gibt es tatsächlich. Krass. Kann man sich auch im Internet angucken. Also ich finde es krass. Also können Sie ja zu Hause mal ausprobieren. Es sieht echt krass aus. Und jetzt gucken wir mal, Nina, das ist jetzt so ein Trick. Was ist denn noch so ein zweiter Trick, den ich so spontan hinbekommen würde? Mit Gladbach-Trikot natürlich. Okay, das wird natürlich ganz schwer. Am besten sollten wir einen machen, wo man das Gladbach-Trikot nicht so gut sieht. Ja, okay, dann soll ich so machen. Besser. Nein, also wir können mal was versuchen. Ja. Und zwar nennt sich der Trick Crossover. Okay. Da springst du quasi mit dem einen Bein über den Ball. Genau, machst du schon gut. Und unten, zack, schießt du den Ball nach oben. Perfekt. So. Und ich zeig dir einmal, wie der aussieht. Ja. Im Hochhalten. Zack. So, und dir versuche ich den jetzt mal beizubringen mit Titschen. Ich muss nur mal gucken, wie der Ball hier titscht. Okay. Ja, der titscht. Also, du lässt den Ball einfach fallen. Der titscht einmal und wenn er wieder runterkommt, gehst du mit den Beinen drüber und springst unten und kickst den hoch. Ja? Stefan, ganz einfach. Ist doch logisch. Zeigst du einmal? So, ich zeig dir das einmal. Du lässt ihn einfach fallen. Zack. Und fängst ihn wieder. Ach, das kriege ich hin. Ich glaube, das schaffe ich. Ich glaube auch an dich. Pass auf. Los geht's. Stefan, hast du drauf, wenn ich ihn jetzt gleich so richtig schön hinlege? Genau, das wollen wir. Also er muss einmal auftitschen, den drüber, aber ich mache so. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Dann jetzt drüber, wenn er wieder fällt und richtig fest hochkicken. Ist doch logisch. Klar. Nina, ist doch klar. Natürlich, pass auf, okay. Ja? Boah! Also so war es nicht geplant, aber warte, ich mach's nochmal. Lass ihn ruhig titschen und warte, bis er wieder runterfällt, ein bisschen mehr warten und dann richtig feste drunter treten. Okay. Ja, titschen. Zack, ja! Oh, perfekt! Tor, nicht ein Tor. Warte, ich hol den Ball wieder. So, hier trainiert ja hinter uns die Mädchenmannschaft des SV Rott und ich glaube, diesen Neckholder-Trick, also den eigentlich ja, mit Kopf hoch, den können wir alle mal zusammen ausprobieren. Gerne. So, Mädels, einmal herkommen! Ich hätte eigentlich so eine Pfeife, so düt! Funktioniert ja. So, passt auf. Jetzt kommt, ich bin heute der Trainer. Oha, schwierig, ne? Ich bin ein sehr strenger Trainer, musst du wissen. Ich glaube, die würden mich gar nicht ernst nehmen, wenn ich mit denen trainieren würde.
So, pass auf, ich habe gerade einen Trick gelernt und den würde ich gleich gern, dass wir ihn alle mal zusammen. Der heißt, wie heißt der nochmal? Nextdoll. Der heißt Nextdoll. Kennt ihr Nextdoll? Noch nicht gemacht? Okay, pass auf, soll ich den einmal vor? Du machst den vor, ja, ich warte natürlich vor, weißt du, wie war denn das einfach nochmal? Du hast ihn jetzt drauf. Was muss ich nochmal tun eigentlich? Ach so, hochwerfen, ne? Nee, du legst mir das hin, ne? Genau. So war das. Und ich stelle mich so hin, okay? Genau, gerade. So. Arme nach hinten oben. Ach so, nach hinten. Perfekt, war das, ja. Schulterblätter zusammen und Blick nach vorne. Natürlich. Also wichtig ist, dass der Rücken gerade ist. Ja. Die Arme hoch sind, Schulterblätter zusammen und der Blick nach vorne. Dann liegt er da bombensicher. Liegestütz haben wir ja schon gemacht. Du kannst den einmal richtig fest nach oben pfeffern. Was soll ich? Steh mal ganz schnell auf. Also. Perfekt. So? Ja, oh. War cool. Kriegt ihr das auch hin? Wie nein? Habt ihr eigentlich alle einen Ball? Warte, ich hole euch schon schnell alle einen Ball, okay? Bist du auch als Trainerin aktiv? Nee, im Moment nicht. Aber du hast schon trainiert? So. Also ich mache Workshops mit Kindern. Okay. Für Fußball Freestyle. Okay. Ja. Cool. Ah, fangen schon alle an. Sollen wir mal rumgehen und ein bisschen gucken? Jetzt sind die voll drinnen. Ja! Boah, das ist ja cool hier. Hervorragend! Bitte? Jetzt musst du bitte 10 Minuten so stehen bleiben. Du darfst dich nicht bewegen, 10 Minuten. Schultern schön zusammen. Ne, wichtig ist die Spannung. Und dann liegt er da ganz sicher. Wenn du willst, kannst du mal nach unten gehen. Und jetzt gehst du einfach ganz schnell hoch. Und dann zack! Sehr gut. Sehr schön. Ich kann überhaupt keine Liegestütz. Dann stützt du nur. Wunderbar. Euer Trainer freut sich, wenn ihr alle fit werdet hier. Ja. Ah, geht doch. Sehr gut. Noch ein. Perfekt. Jawohl. Ach, runtergefallen. Gut gemacht. Boah, jetzt wird es gerade warm, ne? Schön, die Sonne kommt raus. Cool, oder? Das. Schau mal, streck die Beine ein bisschen mehr und lehn dich weiter nach vorne. Arme außen höher und den Blick nach vorne. Kannst du dir ruhig verbessern, wenn du siehst, was sie verkehrt macht. Ja, lehn dich noch ein bisschen nach vorne. Perfekt, da liegt er gut. Und wenn du kannst, ja. Den habt ihr euch alle gemerkt, ne? Wie der Ball wieder runterkommt. Sehr schön. Zack. Ja, schade. Du musst immer schön die Schulterblätter zusammenlassen. Super. Schulterblätter zusammenlassen. Perfekt. Hast du es auch schon gemacht? Ja. Hat geklappt? Ja. Okay. Dann zeig nochmal. Schau ich mal, ob das richtig ist. Ja, ist ja wie super so ein Körperhaltung. Ne? Ja, es fehlt der Schnee und die Ski. Ansonsten aber die stehen glaube ich. Aber wobei, nee, die Skiflieger müssen ja eher so machen. Ne? Ich glaube, die sind ja weniger. Das wäre auch was für dich gewesen. Das sah auch gut aus. Schrecklich, ne? Ja. Aber es wäre mir zu hoch. Da kriege ich schön Angst. Oh Gott, der Neckholder. Was haben wir denn noch so einen dritten Trick? Also den ich noch so, oder wird es jetzt schon schwierig? Nee, wir können noch einen üben. Der nennt sich Okocha oder... Okocha? Die, ja, von JJ Okocha. Oh, das ist das der? Das ist genau der und das passt doch zu deinem Tanzen. Natürlich, natürlich. Wer weiß also es nicht. Also die Bewegung sah schon gut aber das aus. Kennst du den schon? Ich weiß, aber zeigen mir gerade. Ich weiß, es auf jeden Fall muss irgendwie laufen. Genau. Muss man so ja, erstmal machen wir es aus dem Stand. Du stellst dein linkes Bein davor, klemmst den Ball mit der Innenseite fest und dann musst du den Ball hinten an der Wade hochziehen, einen Schritt machen, genau, und dann ziehst du die linke Ferse hoch und dann sollte der Ball vor dir wieder runterkommen. Könnt ihr das auch? Aber ist der wirklich von Okocha? Ich glaube ja. Ja? Krass, okay. Ist das schon so lange her? Ja, das ist natürlich im Spiel im vollen Lauf gemacht, da ist das dann schon eine Nummer schwerer. Ja, das ist, mache ich denn, kann ich das mit rechts, kannst du das? Okocha. Wie, was hab ich glaube, die Jungen kennen ihn unter JJ. Kennt ihr JJ? Ich kann euch das zeigen. Ja, zeigt nochmal. Ja? Mach also, noch einmal. Also, ihr stellt euch mit dem linken Bein vor den Ball, klemmt ihn mit der Innenseite fest. So. Zieht ihn hinten an der Wade hoch. Das ist rutschig hier, pass auf. So, und lauft einen Schritt nach vorne und zieht die linke Ferse nach oben ziemlich schnell. Zack, und dann sollte der hier über den Kopf fliegen. Versuch das mal. Das ist krass. Schau mir das mal bei dir an. Guck mal, das ist ob das krass. So? Ja, schön festklemmen. Also muss richtig festklemmen. Genau. Ne? Und wenn du jetzt nach vorne läufst und den hinten an der Wade hochziehst, dann schnell mit der Ferse hinten. Ja. Genau. Ah. Zwei, dreimal noch, dann sitzt der. Das ist ja krass. Weil wir haben das immer probiert so, aber das ist ja logisch. Das kann ja nicht funktionieren, ne? Das geht auch. Ja? Das machen auch viele an der Seite. Aber es gibt da viele Variationen. Dann muss ich den ein bisschen hochziehen. Genau, ist ein bisschen schwerer mit der Hose.
Das ist nicht, wir können ja auch, warte mal. Da kommen ziemlich weiße Beine zum Vorschein. Stefan, dem Moment, vor allem, ich zieh meine Strümpfe immer so schön hoch. Das ist immer genial. Pass auf, ich könnte die noch so ein bisschen so hochziehen. Ja, so sehr schön. Ne? Ja. So. Und jetzt haben wir es, pass auf. Jetzt gleich. So. Ja, aber immer noch nicht, ne? Der Ansatz stimmt. Darf man denn gucken oder darf man nicht gucken? Den Ball hinter. Also das ist ja quasi so ein bisschen dann, na, nicht Glückssache. Also ich gucke dann nach oben, wo der Ball kommt, damit ich ihn wieder annehmen kann. Okay, pass auf, komm mal mit. Wenn er über den Kopf fliegt. Ich habe eine Idee. Stefan, komm mit. Wir machen jetzt hier was Geiles. Das heißt, du könntest quasi jetzt laufen, den so hoch und dann abziehen. Ja, ich kann das versuchen. Mal so, die Hose ist halt sehr rutschig, aber ja, ich probiere es. Mal gucken, das probiere ich dann auch mal. Vielleicht kriege ich das ja auch hin. Und jetzt. Wahnsinn. Okay, wir machen noch einen Trick. Ich will nur einen haben. Jetzt bin ich okay. Warm. Okay. Und jetzt wird schon schwierig, ne? Nee, es gibt noch was. Und wie gibt man sich die Tricks weiter? Nimmst du dann selbst Stunden oder ist das so in der Szene, dass man sich so anschreibt und sagt, hey, ich habe da wieder was Neues. Wie läuft denn das? Ja, machen die wahrscheinlich. Ich kenne nicht so viele Freestyler, weil ich nicht auf diesen Contests unterwegs bin. Okay. Ich habe es wirklich alles aus dem Internet gelernt. Ich habe mir viele Videos angeschaut und einfach immer wieder wiederholt. Aber es ist einfacher, wenn man jemanden daneben stehen hat, der dir erklärt, wie der Trick funktioniert und worauf du achten musst. Weil manchmal täuschen Dinge, die man sieht. Man muss sie dann doch manchmal ein bisschen anders machen. Ich finde es krass. Ich finde es cool. Ich bin jetzt vor allem nicht total warm. Machst du es denn eigentlich nur im Fußball selber oder findest du auch, dass das für andere Sportarten gut sein kann? Ist für viele Sportarten sicherlich gut, weil man eben ein gutes Körpergefühl braucht, eine gute Koordination. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, durch die Springerei auch mit Sicherheit eine gute Grundlagenausdauer. Ja, kann sicher nicht schaden. Man muss halt ein bisschen Spaß am Ball haben. Was mache ich? Einfach köpfen? Genau, immer hoch zurück. Okay. Dann versuche ich dir den ordentlich wieder zurückzubringen. Ah, sorry. Ah. Okay. Ein Satz. Hervorragend. So, jetzt. Oh. Und jetzt. Und. Ja. Okay, es klappt noch. So, könnt ihr das auch mal machen? Nein, nicht seid, falls hier köpfen. Oh, wie du hast Kopfball. Warum? Was spielst denn du für eine Position? Und du? Ja, da musst du doch Kopfball können. Stell dir mal vor, du kriegst jetzt so eine hohe Flanke und dann zack. Ach so, siehst du? Die sind noch so beweglich in dem Alter, ja. Die können auch so machen. Das hört irgendwann auf, da gehst du lieber mit dem Kopf hin dann. Zack, komm, einmal machen wir noch. Okay. Als wenn wir nie was anderes gemacht hätten. Was habe ich noch? Ach. Scheiße. Das sah doch gar nicht so schlecht aus. So, ich bring dich jetzt ein bisschen ans Laufen. Ha, sorry. Ah, das ist cool mit der Schulter, ne? Okay, ich musste die Hand zwischendurch benutzen. Boah, ich komme richtig ans Schwitzen, krass, ne? Oh. Kann man dich denn eigentlich auch buchen? Ja, über die Firma Fußballmarkt. Okay. Und dann komme ich eigentlich überall hin. Und
kann man uns beide zusammen auch buchen demnächst. Das liegt dann an dir, ob du dir das mit mir vorstellen kannst. Weil guck mal, ich bin ja schon jetzt nicht schlecht unterwegs hier, ne? Das sieht schon richtig gut aus. Ein Naturtalent. Das musst du ja jetzt sagen, komm. Und mit wem hast du schon so alles so prominentmäßig gespielt? Oh, Baller. Hat die Frau Merkel denn auch mal gespielt? Die hatte leider nicht so viel Zeit und musste dann wahrscheinlich zum nächsten Interview. Weil das stelle ich mir auch gut vor, ne? Wenn ja. Die Frau Merkel so steht, weil Fußballfan ist sie ja. Auf jeden Fall. Ich wette, wenn sie Zeit gehabt hätte, hätte man ein bisschen was machen können. Hätte sich bestimmt auch den Neckholder mal zeigen lassen. Oh. Achtung! Oh Gott. Ja, hab ich. Ah. Boah, okay, ich muss noch kurz Pause machen.